Mit Sicherheit ist die deutsche Vergangenheit ein heikles Thema. Über Hitler geistern auch Jahrzehnte nach seinem Ableben immer wieder neue, meist skurrile Dinge durch die Medien. Ob das nun alles der Wahrheit entspricht, bleibt fragwürdig. Doch trotzdem werde ich euch jetzt nun 8 Dinge vorstellen, die ihr bestimmt noch nicht über Hitler wusstet. Nummer 8. Anderer Vorname. Hätte Adolfs Vater 1877 nicht seinen Nachnamen abgeändert, hätte man damals Heil Schickelgruber gegrölt. Nummer 7. Time Magazine. Das Time Magazine kürte Adolf Hitler 1938 zur Person des Jahres. 1939 und 1942 war es dann auch Josef Stalin. Nummer 6. Hitler sprach eigentlich ganz anders. Wir kennen seine Stimme nur von öffentlichen Auftritten. Dort klingt sie dramatisch und jeder hat den schreienden Tonfall im Kopf. Einem finnischen Radiotechniker gelang eine Aufnahme von Hitler und einem General, in dem seine Stimme unvertraut ruhig und harmlos klang. Nummer 5. Hitler war Meth-Junkie. Spätestens seit dem Jahr 1943 nahm Hitler als Muntermacher speziell für ihn angefertigte, in Goldpapier verpackte quadratische Vitamultin-Täfelchen. Diese enthielten eine Substanz in hoher Dosis, Pervitin. Diese synthetisch hergestellte chemische Substanz war auch in der sogenannten Panzerschokolade enthalten. Soldaten setzten sie schon seit längerem ein, um Ermüdungserscheinungen entgegenzuwirken. Im modernen Sprachgebrauch ist die Droge als Meth bekannt. Dadurch wurde die These aufgestellt, dass Hitlers Meth-Abhängigkeit zu den Nebenwirkungen führte, die in Hitlers letzten Jahren seinen Charakter prägten, wie paranoide Wahnvorstellungen, Unberechenbarkeit und Zitteranfälle. Nummer 4. Testicle. Im Jahre 1916 traf ein Granatensplitter Hitler an der Leistengegend. Der Sanitäter, der ihn damals behandelte, berichtete 1960 seinem Pfarrer von dieser Verletzung. Er habe Hitler dabei einen Hoden amputieren müssen. Manch einer muss jetzt vielleicht schmunzeln, aber er hatte wirklich nur einen Hoden. Nummer 3. Schädel. Im russischen Staatsarchiv ist im Jahre 2000 ein Schächtelchen aufgetaucht, in dem sich der Teil eines Schädels mit Einschussloch befand. Man ging von Hitlers Schädel aus. Der amerikanische Anthropologe Nick Bellantoni, der den Schädel untersuchte, hatte aber Zweifel daran. Der Schädel soll wohl von einer 20- bis 40-jährigen Frau stammen und das Einschussloch sei zu klein für das Kaliber, das der Diktator nutzte. Zu wem der Schädel wirklich gehörte, konnte man bis heute aber nicht herausfinden. Nummer 2. Mundgeruch. Hitler hatte Magenprobleme, die sich in Blähungen und Mundgeruch äußerten. Vergeblich probierte er alle möglichen Medikamente, jedoch ohne Erfolg. Bis zum Ende seines Lebens stank er so vor sich hin. Nummer 1. Puppen für die Front. Hitler bestellte Sexpuppen für seine Soldaten. Sie sollten aufblasbar sein, blond, blauäugig und klein genug für einen Soldatenrucksack. Also ganz nach seinen Vorstellungen. Das war's auch schon. Welchen Fakt fandet ihr am interessantesten? Schreibt es in die Kommentare. Teilt dieses Video gerne auch mit euren Freunden. Und über eine positive Bewertung würde ich mich natürlich auch freuen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch noch gerne ein weiteres Video von mir anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.